Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK Fragezeichen. Heute wieder alle mit dabei, ein paar fehlen und ja, wir sind gerade neu gespawnt, es kam das Update raus, beziehungsweise erstmal hallo an alle. Hallo. Moin. Hallo. Und das Update kam raus mit der Center Map und scheint aber alles zu funktionieren, allerdings sind wieder überall Bäume gespawnt hier bei uns. Sieht lustig aus. Wir hatten auch in der Base ein paar, ich weiß nicht, einer steht glaube ich noch. Ich schleich mal dahin. Was machst denn du hier? Warum haut ein Leon in die Luft? Ja genau, da steht zum Beispiel einer. Hier mitten im Raum stand einer. Ja, den haben wir schon beseitigt. So, ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Ihr habt ja in Beam seinen Videos so schön gesehen, dass er immer gerne auf Leute ausspioniert und auf Berge klettert. Und das werden wir hier gleich mal verhindern. Wir haben hier nur einen Berg, wo er hoch kann. Und das ist der hier. Und da werde ich mich jetzt mal hochcrabben und oben ein Türbethäuschen setzen, dass man A, nicht mehr hochcrabben kann, weil er ja da keine Foundations mehr setzen kann, und B, wenn er doch irgendwie hochkommen sollte, ja, abgeschossen wird. Und dann sind wir wirklich nur noch von einer Seite angreifbar. So. Genau, die anderen, was macht ihr so Schönes? Base Pinguine. Versucht zu schauen. Tierhome parken. Okay, also alles der normale Alltag in ARK, Fragezeichen. Fleischbraten. Wenn ich überladen bin, hat das Auswirkungen auf die Grappling Hook? Ich stand da runter, glaube ich. Nee, auf Grappling Hook nicht, nur Fallschirm, glaube ich. Ja, Fallschirm, glaube ich auch, ja. Gucken wir hier kurz. Jetzt gibt es auch wie viele Dinos mit bis Level 160 oder so, wa? 150. Okay. Ich kann natürlich nicht mehr springen, das ist natürlich auch kacke. Wie viel bin ich denn überladen? Ich habe 303 von 350 und da ist man gleich überladen, das ist doch kacke. Martin? Ja. Ich habe gerade nachgeschaut, unter der Pinguine ist kein Starlight von. Doch. Dann hat das schon jemand zerstört, kann ja sein. Echt, meint er? Also, bevor die letzte Session aufgehört hat, war da noch eins. Keins mehr da. Aber echt? So genau in der Mitte? So am tiefsten Punkt? Überall. Okay. Ja, sparen wir C4. Boah. Jetzt muss ich doch nochmal zurück. Mal mein Zeug ablegen hier. Ich hau das jetzt einfach mal in irgendeinen Mammut. Ach, in irgendeinen Rhino. Genau, ihr hört, ich bin noch etwas erkältet. Aber ich kann ja die Session hier nicht einfach auslassen. So, gucken, was kann ich denn wegpacken? Haben wir irgendwo Gas in den? Hier. In einem Tresor, in einem zweiten Tresor habe ich glaube ich gesehen, wo Gasolin drin ist. Hab ich immer noch überladen jetzt? Geht doch. So, na dann wollen wir mal hoch da. Denn wie gesagt, der einzige hohe Punkt, von dem man uns ja, scouten kann. Man könnte noch auf den Berg da hinten, aber ich glaube nicht. Da sieht man, glaube ich, die Sichtweite reicht nicht so weit. Außerdem sind die Tore davor. So, alle hopp. Jetzt kommt er hier den Berg nicht hoch, doch. Amaro ist auch auf dem Server. Man muss halt sagen, dass der Server ganz schön anfängt zu laggen. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. So, Grappling Hook, Foundation. So wie in Staffel 3 wahrscheinlich, mit Lex. Ah, ich wollte noch Ceilings mitnehmen. Na, die hole ich dann. Den brauche ich auch noch. So, das erste Mal, dass ich mit einem Teleporter umgehe hier. Kannst du... Achso, die wollten wir hier eh nicht setzen, wegen Metall, wa? Meinst du, die reichen, meint ihr, die reichen bis hier unten? Was? Der Teleporterring. Wenn ich den jetzt hier irgendwie hier hinsetze. Was? Komm mal kurz raus, bitte. Du hast den doch schon mal benutzt. Ich weiß gerade die Range nicht. Also ich bin hier bei dem Berg, wenn du rauskommst, wo das Metallvorkommen ist. Da kommt er, der Apfelsine. Da kommt eine Apfelsine auf mich zu. Oh mein Gott! Wenn ich den hier hinsetze, ob der bis hoch zum Berg reicht? Weil der ist ja nicht so nah an dem Metallspawn. Müsstest du es da testen? Aber du kannst ja auch so hinsetzen ohne Foundation. Dann kann ich ja dann. Wo portet der einen eigentlich hin, wenn man da jetzt raufgehen würde? In so einem anderen Teleporterring, den wir unten. Der ist gleich ausprobiert. Jetzt ist er gleich tot. Wo bist du jetzt gelandet? Unten. Okay. Okay, dann nenne ich den jetzt einfach mal Berg. Oder was? Ach ja.
Berg, zack. Und jetzt versuche ich dann da oben einen zu platzieren und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, wir sind ja direkt neben so einem Obelisk. Hab ich noch gar nicht gecheckt. Ach doch, der war das, stimmt. Zur Not, ich kann hier unten stehen bleiben und wenn du oben bist und das nicht reicht, kann ich ja umsetzen. Könntest du, glaube ich, auch näher ransetzen. Du musst einfach mal zählen, wie viele Metallsteine hier sind und gucken, ob wir den Spawn blockieren. Na, hier kannst du ihn aber nicht näher, da müsste ich eine Foundation setzen. Also kannst du ihn nicht auf dem normalen Boden setzen. Achso. So, dann machen wir uns mal da hoch. Ja, weil es zu schräg wahrscheinlich ist. Guck, wie weit die Dinger fliegen, das kann man aber nicht einschätzen. Zu weit. Das ist die wahrscheinlich mit Foundation hochbauen, oder? Ja, eigentlich schon, aber... Muss danach wieder abreißen. Spawn blockieren. Letztlich mal. Meinst du hier oben? Ich werde schon, dass der schon das Spawn blockieren wird. Müssen wir halt dann testen. Brauchen wir vor schon 150? Wenn du Betäubungsmaterial dabei hast, nimm ihn mit. Betäubt er mich schnell? Ja. Drauf, also mit weg. Ah, 100 Fortitude, also der kann ich noch 2-3 Mal treffen. Ich hasse dieses Nachladen, habe ich das schon mal erwähnt? Ja. Bin ja schon fast oben. Also setze ich jetzt auf der anderen Seite noch 2 Grinder hin, wieder einen Fabricator und Smithy. Oder halt den MK-Fabricator, ne, der MK-Smithy oder was? Ja. Dass man das hier so als... Advanced Smithy, ne? Yep. Oh, wir haben kein Metall mehr. Ich nehme Metallfarm. Macht jemand mit? Der ein Kilo ist voll, aber ich kann dir gleich gerne dabei helfen. Welchen muss ich denn überhaupt nehmen? Welcher ist der beste? Ich nehme einfach den hier. Okay, dann muss ich jetzt umstrukturieren. Oh, leck. Hey, warum kann ich hier nicht springen? Okay. Ganz kurz im Channel. Ich kann nicht springen, warum auch immer. Was ist das denn für ein Blödsinn? Jetzt geht's wieder, okay, hier ist aber eh besser. Haben wir irgendwo Öl? Glaube nicht. Ah, hier kann ich laufen, sehr schön. Ist jemand noch unten bei der Pinguininsel, an der Öl mitbringen? So. Hier oben kann man nämlich auch sehr schön in Beam-Taktik das Attentat auf uns vorbereiten. Das wollen wir natürlich verhindern. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich bin noch normale dabei. Es geht ja nur darum... Mehr werden wir gar nichts mehr haben, oder? Es geht ja nur darum, hier oben Foundation zu platzieren, oder? Damit die ringsherum nicht mehr welche setzen können. Yep. Ja. Dann setze ich die jetzt einfach willkürlich hier oben. Und das Häuschen, wo mache ich das hin? Ganz hier oben hin? Funktioniert das? Müsste. So. So. Achso, Matze, bist du jetzt noch unten? Ich. Nö, nee, aber ich kann schnell hinlaufen. Falls nicht geht heute. Lecker. Putz. Übelst spät. So, das sind jetzt auch Berg und jetzt müsstest du eigentlich zu mir hochkommen können. Wie du auch erstmal runterkommst. Ja, dann bin ich unten und komm dich nochmal hoch. Ich baue erst fertig und dann probiere ich. Wenn du runterkommst, dann kommst du auch wieder hoch. Mit dem Teleporter. Und wenn ich dann ganz unten ankomme? Warte, ich probiere es einfach schnell. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ich krieg die Krise. Kannst du mir eine Rampe mitbringen irgendwie? Das ist ja jetzt fail. Warum kommt man hier? Ah, doch jetzt. Aber eine Rampe wäre trotzdem gut. Oder ich gehe da nochmal runter. Jo, warte. So, jetzt brauchen wir erstmal Wände. Tür. Dit.
ich was vergessen? Ceilings brauche ich, aber die hole ich danach. Die habe ich jetzt vergessen. Ich würde eigentlich gerne... Dort läuft da, man hat noch gesehen. Ich würde eigentlich gerne nach hier hin offen lassen. Na, es wählt an. Ich habe überlegt jetzt gerade, weil von hier oben kann man halt auch runter snipen. Wird noch schwer zum Sehen sein, dann. Spieler. Ja, ist halt echt extrem klein, ja. Shadow, ja, hau mal nicht so auf deine Tastatur. Ja, ich mache hier einfach ein Türhäuschen hin. Ist egal, die Tür kommt nach da. Da kommt dann die Rampe ran. So. Guck mal hoch oder fehlt noch eine? Ist das steil. So. Sobald sich dann nämlich einer hochziehen sollte, na gut, ich hau eh noch Foundations an die Ränder. Ein bisschen Abstand. Wenn sie einer hochziehen sollte, dann wird er hier überrascht von Auto-Turrets. Jetzt habe ich natürlich die. Da muss ich nochmal runter. Aber ich kann schon mal. Ja, man hat dich gerade gehört im Hintergrund rumrascheln. Jo, glaube ich. Ist ja nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, also. So, das haben wir, das haben wir. Also wenn ich im Bett furze, dann könnte es auch hören. So. Jetzt brauche ich aber noch... Brauche ich das jetzt? Muss ich noch eins höher bauen? Verdammt, dann brauche ich ja noch... Den Generator kriege ich nicht in 1x1, wa? Nö. Nein. Muss ich noch Wände hochsetzen. Muss eh immer zwei hoch machen, allein schon wegen Outlet. Sonst schaut das nach draußen. Stimmt. Verdammt! Naja, so viel dazu. Jetzt werden wir gucken, muss ich den Rest noch craften. Ne, ich muss nochmal hoch. Okay, es funktioniert. Ich komme also bis da hoch. Denn dann kann ich gleich mal die Foundations oben noch setzen. Einfach mal. Hier hin. Wie gesagt, das ist nur damit die Range ist, dass die beim Hochklettern, so wie ich gerade, keine Foundations mehr setzen können. Mal so, dass die nicht so drüber gucken. Genau. Okay. Das leckt aber echt ganz schön. Aber haben wir noch irgendwo Kristalle oder so? Hey. Das ist eine gute Frage. Ah, da ist noch ein paar. Jetzt müssen wir mal eben auf den Vulkan rauf und mal im Kristall fahren. Jo. Ich würde auch gleich gehen, wegen Rex hinzu. Ja, dann lass dann... Oh nein, habe ich mich jetzt eingebaut? Oh, verdammt. Wer ist nochmal Pflaume? Ich. Dann gehen Ragnar nicht gleich oben auf den Vulkan und die anderen können dann da jo. Nach Rexen suchen. Dann haben wir, sind wir alle ein bisschen geschützt. Genau, Sabi kommt auch mit, weil sie wollte ja auch noch Rexe suchen gehen. So, jetzt haben wir hier überall schön Foundations platziert, damit die ja mit ihren blöden Grappling Hooks nicht hochkommen. Oben steht das Häuschen. Vorne vielleicht noch. Martin, kannst du die bitte Industrial Forge gleichstellen noch? Wir haben gerade überlegt, ob wir überhaupt eine vierte brauchen. Ich würde sie schon aufstellen. Den Platz anders benutzen. Ich glaube, wir brauchen die nicht. Die anderen drei sind jetzt wieder leer. so viel kommen wir gar nicht hinterher, die voll zu machen. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ja, dann können wir eine einfach komplett mit Holz voll machen. Ja, lass uns dann die hintere linke mit Holz voll machen. Machen wir zwei mit Eisen. Ne, ich meine, eine noch aufstellen und die einfach komplett randvoll mit Holz. Ja, lass uns dann, wo da schon zwei drin sind, da die eine randvoll mit Holz fertig. So, da sind wir zurück. Ich hatte einen kleinen Timeout, hab mich aus dem Spiel geschmissen. Alle anderen sind natürlich wieder noch dabei und wir waren stehen geblieben, die Wände zu holen. Weil ihr mir ja nicht gesagt habt, dass wir Wände brauchen. Zwei hoch. Hast doch gefragt. Wie weit ist denn der Hirsch jetzt eigentlich? Gleich fertig. Wo stehst du eigentlich? Sehe ich irgendwo Pflaume? Hier in der Bude, hinter dir. Chris, pfeif mal an Krylo. Also jetzt sehe ich das endlich mal. Ich habe nie immer mitbekommen, die haben echt einen übelst fetten Bauch dann. Chris, Der Krylo folgt dir noch immer.
Oh. Danke. Ich war das nicht. Störst mich gerade. Geh mal weg, Kacke. Genau, wir hatten nämlich ja, ich hatte ja meinen Bullen gefunden, der war 120 und jetzt hatte der Nexio, glaube ich, noch eine Hirschkuh gefunden. Auch 120, da ist es. Obwohl jetzt 120 schlecht ist. Ja, gut, aber. Was soll denn? Haben wir irgendwo noch Darts? Ein Female, gut, dann können wir gleich alles später nochmal züchten, auch nicht schlecht. Was sagen denn die Stats? Joa, geht eigentlich. Darts muss durchsehen, Gabel. Jo. Wir sollten noch langsam mal ein paar Poisons bauen, ne? Feindliche Spiele mit. Ragnar, es folgt dir noch, ja, das weißt du. Ja, ja. Dann ich wollte es von dem Eingang wegziehen, damit es nicht blockiert. Sagst du, suchst du Polymer oder was machst du? Nee, ich bin. Ist es nicht süß? Selber getamed und jetzt ist ein Bär zur Pinguininsel. Der war echt putzig aus. So. Hudi, ich war jetzt stehen geblieben, ich wollte mir Wände holen. Machen, wie auch immer. Hat man gesagt, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob wir genug Narkotics haben, ist nur einer Bären. Habe ich gerade gemacht. War noch ganz viel, aber. Ich brauche 6 Stück, verdammt. Brauche ich noch irgendwas Besonderes? 2 Foundations, das ist ja logisch. Nur Metall. Mist, aber. Ich hatte doch hier so viel reingehauen. Der Blöd ist auch nichts Metall. Ja, eins Mist, hier hab ich auch gerade 1000 reingetan. Scheiße. Also am Eisen kann es nicht mangeln. So. Kann halt nicht so viel tragen, das ist das Problem. Jetzt diese dumme Wand hingesnappt. Naja, machen wir wieder irgendwo hin. 4, 5, 6. Soll ich Ceilings auch aus Glasmetall da oben machen oder ist egal? Ist eigentlich ja, egal, oder? Ja, ist egal, wir haben auch momentan nicht. Ja, Kristall. Wer ist wieder fahren? Okay, das crafte ich in der. Fabricator, wa? Oh, mein Fehler. Was craft in der Fabricator? Nee, Quatsch, in der Smithy so rum. Die hab ich überhaupt gelernt? Was? Skillings? Natürlich nicht. Hat jemand von euch gelernt? Wie viel brauchst du? 2. Das wäre super. Nam craften. Vielen Dank. So, dann dürfte es ja jetzt fertig sein, dann gehe ich hoch und mach den Rest noch fertig. Und ich hab mir gerade überlegt, ich werde hier auch noch ein Häuschen hinsetzen. Sonst könnte sie nämlich hier hochcrabben, das ist mir alles zu unsicher. Wollt ihr hier diesen Remote? Obwohl eigentlich auch nicht. Dieses Remote Keypad woanders hinstellen? Wie jetzt das? Weil es auch so zur Hälfte eingebaut ist. Was für ein Teil? Das Keypad. Da unter den Rand. Das muss tiefer. Vermute ich jetzt mal. Ich hab so ein Ding nicht gebaut. Sabi hat das gebaut, glaube ich. Die ist doch immer dafür zuständig. Ja, im Weg ist es nicht, nur es ist halt unsere Hälfte eingebaut. So, die 5. Oh, ist ja das täuscht. Nexio, du wolltest mit drüber kommen. Oh nein, ja. Ich brauche auch noch eine Leiter, um da überhaupt hochzukommen. Ihr geht zur Vulkaninsel? Mach du dir ganz viele Trank Arrows noch. Bis dahin. Er wartet halt noch kurz. Oh, eigentlich. Ich habe ja gesagt, dass ich mit Aufnahmen darüber will zum Zern. Ja. So, Ceilings. Mit allen dann. Aber ja, wir wollten ja sowieso erst auf die Drops abfahren gehen. Es wollten ja mehrere rüber. Ach verdammt, aber ich komme da ja nicht hoch. Jo, aber sie können die Drops schon abfahren gehen, genau, die sind mal wichtig. Na doch, ich mach eine Leiter aus dem Rand. Ja. Jo, machen wir. Eigentlich könntet ihr da nochmal ein. Hier ist Stargate. Stargate hinstellen, dass ich hab eins dabei. Unten im Wasser irgendwie. Genau. Ich nehme eins mit. So, wo stehen jetzt überall die Turrets, so mit Strom? Musst überall Strom hinlegen. Matze, hast du Leitern gelernt? Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht.
bräuchte nämlich immer noch zwei Leitern. Aber ich lerne die mir schnell. So. Target mod is not first in mod list. You can use. Och. Kalt. Oh, ist schon Dreck. Hülle, gib mir einen Stein. Ich will nur schnell ein paar Kristalle holen, dass man die Posts machen kann. Bin ich blind? Ja, Glas muss ich nicht. Shadow, in der einen Wort muss doch noch ein bisschen bei Posts, dann kannst du auch. Ja, ich will ja mal mehrere machen. Ja, das, ja, Star- nur, das ist meistens. Das Stargate oben auf dem Vulkan noch da? Ja, müsste VU heißen. Ist von den Famous. Sonst könnten wir da eben hochgehen, wenn, noch, wenn wir gleich hier rüber gehen. Ja, genau, da gehe ich jetzt hin. Nix hier, hast du auch schon Zeug? Gabel kannst du gleich probieren. Ob's dann können wir da zu zweit Obsidian fahren. Kristall. Kristall. Ich würde sagen, Eisen schmeißen wir weg. Also die Pan oder wie? Wieder. Und Stein hier. Wer ist auf der Sine? Struktur, ich. Metal. Jetzt, wollt, warum steht hier drin? Wolltest du die Pan oder? Keine Ahnung, warum die hier drin stehen. Wer? Ja. Wer? Die Sabers. Ich wollte die Pan, aber kann die ich, sind schon, haben Cooldown. Eine Leiter kann man einfach an eine Wand pappen, oder? Ja. Geht auf Vulkaninsel. Dass den Cooldown haben, hätte ich dir sagen können. Vulkaninsel unten ist von uns, sag ich, in der Nähe von Castle Engineers. Spawn die auf der Vulkaninsel, verboten. Die sind gleich nebenbei. Aber okay. Denk an das Schild, wir haben ein Schild in der Bühne. Ja, hab ich weggetan. Warte, ich will. Nee, mach's wieder an. VU hast du gemacht. Überall könnt ihr unsere Adressen rausbringen, wenn man VU gibt's drin. Nicht. Hallo. Das wäre jetzt echt fail, wenn die unser Stargate benutzen. Warte mal, wo machen wir die Leiter hin? Ist der hier eigentlich auch Funk zu nuckeln? In der Base das Schild nicht ausmacht, der hat selber Schuld. Soll ich Schild in der Base ist aus. Durch kann man sowieso, auch wenn es an ist. Sieht ja, durch komisch aus. Aber nicht zurück. Ja, genau. Gut, nur Shield, ich klicke durch. Oh, leck. Wagner? Hinten bei der Base steht ein Sabertooth 176, das war der 125er, den ich getamed habe. Wisst ihr, dass wir eigentlich noch nicht einmal auf der fliegenden Insel waren? Ja. Ich würde auch gerne mal gucken, ob da jemand baut. Ich so, weiß aber, dass du mit dem Rino nicht reinkommst, ne? Ein Dödi wäre auch schon cool, ne? Ein Dödi, ja. Ein Rex ist und gleich wieder, hier. Was für ja, egal, warte, erst mal Drops anfangen. Level 10. So, dann... Ich weiß halt nicht, ob diese ganzen hier reichen für oben. Warum kann ich das jetzt nicht daran machen? Ja, wie viel Eisen ist hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und ein Outlet hatte ich auch, genau. Zack. 11. Wir hätten jetzt hier hochgebeamt. In der einen, Forschen 12.000 fertiges Eisen, ne? Jo. Wo willst du hin, Pflaume? Ich weiß nicht, wo das Eisen rein soll. Ich wollte jetzt nur zu dem. Ja, da, ich mach das T-Rex weg. Nee, brauchst geht sich das von hier aus zu fliegen? Ja, aber sonst... Nee, ich glaube nicht, das ist nicht hoch genug, oder? Nee, glaube ich nicht. Muss schon wieder hoch auf den Schneeberg da hinten rechts. Ach ja, das ist ja vielleicht nach dem Dödi. So, jetzt gucken wir mal. Auto-Turrets, die setze ich mal ein in die Richtung. Nexi, du weißt ja, wo die Höhle ist, ne? Ja, ja, weiß ich. Gut, stimmt. Ich hätte den schon mal anmachen können. Ach, Mann. Weiß jemand, ob irgendjemand hier auf dem Schneeberg oben gebaut hat? Ja. Wer? Ryan. Ryan hat da oben gebaut. Ja, ja. Dann ist Beam nicht weit weg. Ich glaub, Ryan, aber... Ryan ist in Beam Stripe drin. Ach, nee, die nicht. Der Ding ist Republic. Old Republic hat er gebaut, ja, genau. Hier bei uns? Ja. Oben am Schneeberg. Warum haben auf wir was stelle ich denn die? Die sind gar auf nicht weit weg, du musst einfach nur hier den Fluss hoch und dann rechts und dann sind die da. Auf oh. High und auf. Warum machen wir die nicht? Only Player? Oh. Haben wir schon oft. Also nicht die Base, sondern. Weil wir noch keine Raketenwerfer haben.
Haben wir noch nicht. Oh. Nee, wir hängen ganz schön hinterher, so was Waffen angeht. Hauptsache, nee. Wir haben erstmal die fette Base. Hier ist ein weibliches Wolverine 145. Mitnehmen. Yeah. Die Industrial Posh sind alle voll. Warum hast du denn das gesagt? Das muss das zähmen, ne? So ein Scheiß. Ja, genau. Stell die jetzt hier alle auf High oder was? Gabel hat sich der Eingang geändert. Und Only Player. Der ist genau gleich geblieben. Und das kommen die ja eh nicht hoch, außer mit Spielern. Find den nicht. Noch ein anderer gelber Job. Oh, blödes Rino, das macht ja Schaden. Zwei Hits. Zwei Hits und du bist tot. So, die komm, noch rein. Wie komme ich auf die Etage oben drauf zum Schauen wegen Turrets? Was? Hier. Ja, also von innen, oder? Von innen, ja. Da ist noch, das, was du offen gelassen hast, ist immer noch offen. Okay. Wir haben immer noch ein Loch im Dach. Ich glaube, vier Turrets reichen hier oben. Fünf wäre zu viel. 125 Giga. Ja, Giga. 125. Ja, da muss ich unten lang laufen. Medium Range lassen bei den Turrets, oder? Bei den Turrets unterschiedlich. Einmal Medium, einmal schnell. Also weit. Mal High, einmal Medium. Ich hab hier oben nur High. Oben auf dem Berg ist ja egal. Naja, ja, es geht bei den anderen, bei der Base nur darum, dass manche die Raketen abfangen und die anderen die Spiele angreifen. Ja. Wir haben jetzt noch nicht so viele. Also, haben wir irgendwo mal ja, vier Stück oben stehen auf dem Dach. Da haben wir vorher gebaut, letzte Staffel, da hinten, wo der Rauch aufsteigt. Aber ist ja jetzt verboten, leider. Ich bin jetzt in der Höhe drin. Wobei, ein Tribe, muss man ja sagen, bescheißt schon halb. Oh. Aber naja. Naja, ich guck mal kurz auf die Karte, damit die Leute das ein bisschen besser verstehen. Ihr seht ja rechts, ganz rechts oben den roten, ach Quatsch, den schwarzen, die schwarze ganz kleine Insel. Für mich ist das auch Vulkaninsel. Also, im Endeffekt bauen die ja dann doch auf der, weil da baut nämlich Castle Engineers, so jetzt wissen es alle. Ganz rechts oben auf dem kleinen schwarzen Püppel. Aber der hat doch Beam schon angegriffen, oder? Jo, vor allem das fand ich ja so lustig, die haben die angegriffen, obwohl ich da letzte Session kurz vorher da war. Da war noch nichts angegriffen. Imperium mal in der Höhle in Stargate. Frag, ne? Ja, mach kaputt. Machen. Kaputt machen. Nee, ich hab keine Granaten dabei. Bau uns Stargate und komm zurück. Neben jedem Fort schon zwei Stück. Gabel, ich komm gleich, ich hab einen Drop geloot mit C4. Ja, du kannst aber nicht rein. Achso, C4. Das ist gar nicht sicher. Ich hab keinen Detonator, scheiße. Kann man vielleicht mit einem Stargate Remoter das machen? Du, mit dem Nashorn kriegst du das kaputt. Ja, aber du kannst ja nicht mit dem Nashorn rein, das ist ein Problem. So, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Wir haben das Häuschen da oben fertig, jetzt ist es auch aufgebaut. Und sehen uns gleich zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.